Grüß Gott. Das ist nicht okay. Pünktlichkeit ist Höflichkeit. Lukas, so. Lukas ist in 1 Minute zu spät. Ah ja, stimmt. Ja, und weißt warum? Weil wir so viel getratscht haben. Wir tratschen schon den ganzen Tag, kommt mir vor. Nein, aber kurz vor der Sendung, um 17 Uhr, haben wir dann zum Tratschen angefangen. Ja, über Grissemann und Stermann. Ja. Pünktlichkeit ist Höflichkeit. Ja, das wird der inoffizielle neue Sendungstitel übrigens. Von solchen Live-Geschichten. Ist der Werbung eingeschalten? Ja, habe ich eingeschalten. Ach, das ärgert mich jetzt schon wieder. Was tust du denn das? Vielleicht sollte man das erst, ich reiße die Werbung jetzt ab und die Leute, die es nachschauen, die sind dann selber schuld, da ist dann die Werbung drinnen. Du reißt jetzt live die Werbung ab? Ja. Bin gespannt, ob das geht. Da steht aktiviert. Natürlich geht das nicht. Ja, natürlich geht das nicht. Ja, ein bisschen Werbung. Hä? Das hast du an alles gedacht, Lukas, und die Werbung. Echt, ich sag's dir, wie es ist. Mir juckt's jetzt schon. Naja, herzlich willkommen, Mäusezähnchen. Wir machen heute eine Live-Sendung, die ein bisschen vorproduziert ist. Deswegen kann ich da jetzt auf Play drücken und es wird sich der Hintergrund verändern, weil es ist schon 17.30 Uhr. Hast? Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich 168. Wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Ich hab's falsch gesagt. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Tag. Heute geht's um ein Reizthema, um die Ukraine. Ist das so? Weil jemand von der Ukraine in unserer österreichischen rechtlichen öffentlichen ZIP war. Mhm. Und ja. Mich wundert es eh, dass so, mich wundert es nicht, ja. Aber warum ist es ein Reizthema, gell? Vielleicht lass mich da am Anfang gleich dazu sagen, weißt, ich war nie besonders Freund von russischer Politik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade vorher unser Intro da gesehen, da habe ich noch ein anderes Kapperl auf, ja. Ja, stimmt. Und da steht schwul drauf, auf Russisch. Genau. Weißt, weil mich das damals schon angefuckt hat, vor, ich weiß nicht, wie lange ist es her, 5 Jahren, ja. Wie die russische Regierung mit Homosexuellen umgeht, die russische Regierung mit Kritikern umgeht, gell? Aber dass man da jetzt, ja, dass man da jetzt so gespalten ist, ja, und dass das ja so ein Reizthema ist, mit dem hat ja keiner rechnen können, muss man dazu sagen. Das stimmt, ja. Aber jetzt sind wir soweit und wie gesagt, dieser russische Nationalratspräsident Ruslan Stefantschuk war in der ZIP. Du meinst der ukrainische? Ja, genau. Du hast da Russische gesagt. Ja, eben, weil ich so nervös bin. Wieso bist du nervös? Weil heute live ist. Ja, eh. Wir sind ja sonst auch live, nur heute, es ist ja deine Sendung. Darfst du ja nervös sein, Leute. Das macht ja sympathisch. Aber weil wir ein klassisches Alles Gute Österreich haben, gibt es heute natürlich auch ein Intro. Mhm. Und falls jemand da draußen, so wie ich, anfällig für Ohrwürmer ist, gell? Viel Spaß mit dem. Kann ich nur, gell? Also du schätzt es. Wow. So ist es, gell? Also. Wow. Eigentlich hätten wir ja das vorher spielen sollen, jetzt ein bisschen quatschen über das, was wir heute besprechen und dann kommt ja wieder jetzt, da können wir die spenden, aber weißt du, wir machen das live. Du, Lukas, wenn du nicht sagst, dass du einen Fehler gemacht hast, fällt keiner auf. Ich weiß eh. Wir haben vor der Sendung haben wir über Stermann und Grissemann geredet und vielleicht ist das jetzt dieser Funken übergesprungen des unprofessionellen Arbeitens. Nein, das ist nicht unprofessionell, was Grissemann und Stermann machen. Es ist unmotiviert. Das ist ein Unterschied. Stimmt. Wir sind sehr motiviert. Wir sind sehr motiviert, aber unprofessionell. Möglich. Möglich. Naja. Ich sage einmal so, bevor wir uns jetzt um das Thema der Woche kümmern, werden wir uns jetzt digital noch einmal bei unseren Freunden und Freundinnen da draußen bedanken, die uns unterstützen und diese Sendung und diesen ganzen Kanal möglich machen.
danke dafür, gell? Ja. Aus Zeitgründen wurden diese Spenden vorher aufgenommen. Danke auch an die Marion G. Sie hat uns geschrieben, ihr Lieben, beste Grüße aus dem Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich. Liebe Grüße nach Oberösterreich. Schöne Grüße, danke. Danke auch an den Emmerich und die Claudia R. Sie haben uns geschrieben, danke, dass ihr eure Energie und Zeit einsetzt, um wichtige Dinge zu hinterfragen und zusätzliche Antworten zu liefern. Herzlichen Dank. Wir bemühen uns, danke. Danke auch an die Juliana W. Sie hat uns geschrieben, dass es weitergeht. Danke. Ein großes Danke geht auch an die Regina G. Sie hat uns geschrieben, Wahrhaftigkeits-Dankbarkeitsbeitrag. Jungs, ihr macht eure Sache großartig. Danke, Regina. Herzlichen Dank. Danke auch an den Diplom-Ingenieur Ignaz R. Er hat uns geschrieben, SEPA-Gutschrift I, Diplom-Ingenieur Ignaz R. Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke auch an den Werner G. Er hat uns geschrieben, F.Haushaltsabgabe. Man könnte sagen, er mahnt damit Freiwillige. Ich habe einen Kraftausdruck irgendwie im Kopf gehabt. Aber wahrscheinlich freiwillige Haushaltsabgabe. Danke, lieber Werner. Danke, Werner. Danke auch an das Institut kultureller Komposition. Die haben uns geschrieben, greifen Sie jetzt zum Skrupellos. Ah, nicht schlecht. Nicht, oder? Ist wow. Schon geil. Die Kreativen, ha? Ist schon sehr geil. Herzlichen Dank. Danke. Danke auch an die Lara Finesse, DA. DA steht für Dauerauftrag. Mm. Sie hat uns geschrieben, kämpft Hubble und Major Tom. Major Tom. Jedes Mal, ich sag's dir, jedes Mal habe ich dann einen Ohrwurm. Ja, ist ja ein sehr gutes Lied. Danke, Lara. Danke. Liebe Grüße. Danke auch an Martha M. Sie hat uns geschrieben, Nullpunkt. Danke. Herzlichen Dank, liebe Martha. Danke auch an die Carina F. Sie hat uns geschrieben, Spende. Herzlichen Dank, liebe Carina. Danke. Danke auch an die Rita P. Sie hat uns geschrieben, freiwillige Haushaltsabgabe aus UU in OÖ. Nullpunkt, Smiley. Danke. Herzlichen Dank, liebe Rita. Danke auch an die Elisabeth J., Spitzname Sissi. Danke, Food, euren Mut und Hingabe. Ich dachte mal, sie meint für. Das denke ich auch. Love from MUC, which means Munich. München? Ja. Schöne Grüße, danke. Liebe Grüße, herzlichen Dank. Danke auch an die Daniela S. Sie hat uns geschrieben, schönes neues Jahr, Dauerauftrag. Grüße aus Mattersburg im Burgenland. Dankeschön. Herzlichen Dank. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Ich blende euch ein, wo das geht und wie das geht. Uns unterstützt aber natürlich auch ein Abo, das gratis ist. Ein Like oder wenn ihr dieses Video jemandem schickt, der uns noch nicht kennt. Nein. Und uns vielleicht kennenlernen will. Nein. Uns unterstützt natürlich auch, wenn ihr in unsere Videobeschreibung schaut. Da ist nämlich ein Link drin mit ein bisschen einem Merchandise. Da könnt ihr ein Kapperl kaufen, ein Sackerl, ein Taschel, was auch immer. Schaut mal rein. Vielleicht ist was dabei. Ich bin mit der Werbung sehr zufrieden. Da sind wir wieder. Das Wunder der Technik. Traumhaft. Herzlich willkommen zurück. Wir schauen uns jetzt an, was der Herr Nationalratspräsident der Ukraine, Ruslan Stefantschuk, in unserer ZIP 2 gesagt hat. Weil du hast ja schon in der Vorbesprechung gesagt, du weißt nicht, warum der da in der ZIP überhaupt ist. Ich habe mir das dann nochmal angeschaut. Es war davor halt einfach ein Bericht über den Krieg. Und dann ist er dahergekommen, ja, was und hat nicht, warum gesagt, um was es geht. Warum er da ist, ja. Ich frage mich bei solchen Sachen, was, wie soll ich sagen, ich stelle mich da nicht auf der Seite, weil ich mich nicht auskenne, ja. Mhm. Pro oder Contra. Ich frage mich nur halt immer, warum wird uns das so gezeigt? Was will uns der ORF damit sagen? Weißt, wie glaubt der ORF, dass ich darauf reagiere, ja? Wenn er da in der ZIP zu sehen ist? Ja? Und dann ist eben interessant, was sagt er da? Ja? Wie meint er das? Und da schauen wir jetzt halt rein. Machen wir das. Bitte machen Sie uns klein. Bitte gern. Falls wer fragt, wir sind per Sie. Ich
Vor kurzem hat es eine Aussage gegeben von Papst Franziskus, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Er hat da gemeint, es müsse geben eine Art Mut zur weißen Flagge. Später hat der Vatikan das ein bisschen korrigiert und hat gemeint, es ginge ihm um Friedensverhandlungen, nicht um die Kapitulation. Unter welchen Voraussetzungen wären Sie denn bereit, mit Russland zu verhandeln? In der Ukraine gibt es keine weiße Fahne. In der Ukraine gibt es nur die blau-gelbe Fahne. Das ist die einzige Fahne, die mit Blut unserer Getöteten getränkt ist. Und nun zu den Verhandlungen. Um mit jemandem reden zu können, muss man verstehen, worüber man spricht und mit wem. Wir wissen, was etwa in Butscha passiert ist. Wir vertrauen Russland nicht. Jeder Vorschlag, Russlands zu verhandeln, ist für uns ein Versuch, diesen Konflikt einzufrieren. Für uns würde das bedeuten, diesen Konflikt der nächsten Generation aufzubürden und Russland die Zeit zu geben, um stärker zu werden. Aber schau, da war das jetzt zum Beispiel, ich habe das ja auch in der ZIP gesehen, gell? Dieses Interview. Ja. Und da ist mir vor ein paar Tagen schon aufgefallen, so, wir alle wissen, was in Butscha passiert ist. Ja? Und dann möchte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen im Chat fragen, was in Butscha passiert ist. Wisst ihr das? Ich habe es nicht gewusst. Weißt? Du hast das ja auf Thumbnail, glaube ich, raufgeschrieben, gell? Das mit Butscha. Und ich frage mich, was der ORF, ja? Die ZIP, Nachrichtenmagazin, Zeit im Bild, wären die nicht dafür verantwortlich, dass sie dann sagen, ja, erklären Sie vielleicht noch einmal, was in Butscha passiert sind? Oder was? Das wird dann so hingestellt. Wir alle wissen, was in Butscha passiert ist. Naja, das Ding ist halt, es wird halt. Der ORF stellt sich hin und denkt sich so, wir haben darüber berichtet, wir haben Bilder gezeigt, wo dann Leute gesagt haben, hier wurden 300 Menschen getötet, man sieht, dass da Kriegsverbrechen geschehen und deswegen kann man mit Russland nicht mehr verhandeln oder wie auch immer. Ja aber schau, wie du siehst, irgendwie der Chat weiß jetzt auch nicht genau, was in Butscha passiert ist. Ja? Und da denke ich mir, was das ist so als Legitimation, ja? Ich meine, gut, die weiße Fahne heißt, gell, Kapitulation. Genau. Oder? Also das ist jetzt keine Friedensfahne, gell? Es gibt keine Friedensfahne. Es gibt keine Friedensfahne. Es gibt Friedenssymbole, gibt es schon. Ja? Aber es wäre wahrscheinlich eine weiße Flagge, das hat ja eh der Papst in dieser Aussage nochmal korrigiert, da ist es nicht um Kapitulation gegangen, sondern um Friedensverhandlungen. Das hat er aber auch schon öfter gesagt, braucht man jetzt nicht so allergisch darauf reagieren, ja? Nein. Meines Erachtens. Muss man nicht. Nur, wird einmal gesagt, ja gut, es wird nicht verhandelt, okay, kann ich sagen, ja, das verstehe ich als Zuseher, ja. Aber wenn er dann sagt, wir alle wissen, was in Butscha passiert ist, und die erste Moderatorin, du wirst den Namen sicher wissen, ich habe gerade hingeschaut. Marie-Claire Zimmermann. Sehr gut, okay. Nicht, dass sie nachfragt. Weißt, wenn ich das jetzt Interview führen würde, würde ich sagen, ja kurz, für unsere Zuschauer da draußen, gell? Ja. Ich würde sagen, für den Chat, können Sie das bitte nochmal erklären, ja? Und weißt, Und da haben wir jetzt eine Erklärung? Gibt es irgendwas? Ich meine, gut, der ORF hat einmal einen Bericht darüber gemacht, den ich nicht gesehen habe. Naja, das Ding ist das, ich muss, bevor wir uns jetzt auf diese Butscha-Geschichte nochmal draufwerfen und da uns dann Gregor Gysi von den Deutschen quasi anschauen. Mann, ganz kurz, Pfingst, nur dass ich gesagt habe, ja, Friedensverhandlungen ist keine Kapitulation, das nehme ich auch nicht, gell? Natürlich nicht. Muss man dazu sagen. Der Herr, der war es aber in der Tschuk, in der ZIP war, der Herr Stefanczuk, der sagt halt, wurscht was, also wir müssen die ganze Zeit durchschießen, weil sonst ist es ein Vorteil für Russland. Mhm. Das ist auch so eine Aussage, mit der ich jetzt nicht wirklich gut umgehen kann, weil es würde bedeuten, dass man so lange schießt, bis alle tot sind. Was mir aber nur viel mehr auffällt, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was macht dieser Mensch in dieser ZIP? Er sitzt halt einfach mit der Schulter zum Publikum mit einer EU-Flagge auf der Schulter, das ich persönlich nicht ganz okay finde, weil die nicht in der EU sind. Und ja, er kann ja Fan sein, oder was? Ja, schon. Er hätte sich ein Bild von der Van der Leyen auf die Tour. Aber wenn du Fan vom Roten Kreuz bist und auf deiner Schulter Rotes Kreuz auf die Durst, dann nahnst du auf. Genauso wie wenn du mit einer Bundesheeruniform. Ja, da darf kein Adler oben sein. Mit einem Adler irgendwo sitzt, dann nähen sie dich auf. Außer du bist offiziell beim Bundesheer und im Einsatz. Und da muss ich sagen, das ist halt dann schon
Gut, nicht ist da, okay. Ist auffallen. Mir ist auch auffallen, naja, ob es okay ist oder nicht, will ich nicht beurteilen. Ja? Also wenn, natürlich, man hat das Gefühl, das tut er extra drauf, ja, dass er sagt, schau, EU, wir wollen dazu, ja, und bitte die ganze EU soll Waffen und Geld liefern, ja, damit sie die EU verteidigen. So könnte man das interpretieren. Ob es okay ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Aber vielleicht sollten wir alle anfangen, irgendwelche Fahnen irgendwo aufzupicken. Genau das meine ich. Ja, natürlich. Also wenn er auf der einen Seite die ukrainische Flagge hat und auf der anderen Seite die Dings. EU-Flagge. Ja. Dann wird hier ein Zusammenhang, ein Bild gezeichnet, das ich nicht für okay halte. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, ich sage nicht, dass es verboten ist, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Aber ich finde es nicht okay. Ist ja völlig okay, dass du es nicht okay findest. Das ist ja auch okay. Schön wäre gewesen auch von der ZIP-Moderatorin, wenn sie gesagt hat, warum haben sie da dieses EU-Zeichen drauf? Ja? Ja. Mir hätte es einfach interessiert, was er gesagt hat. Ja? Aber das ist eben auch so, da ist es halt schwierig, gell? Weil... Wie soll ich sagen? Man hätte, wenn die Marie-Claire Zimmermann von der ZIP 2 diese Frage stellen würde oder auch fragen würde, was in Butscha passiert ist, dann wird ihr wahrscheinlich nachgesagt, dass sie entweder naiv, dumm oder rechts ist. Und das nervt mich als nächstes. Aber, kurz gleich an den Chat, hallo Doris. Ich habe nichts gegen dumme Leute. Ja, nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Dummheit auch überbewertet wird. Ja, weil, Dummheit ist eine Interpretationssache auch, gell? Weil so zu tun, als wäre man gescheit. Unwissenheit ist Stärke. Ja. Krieg ist Frieden. Aber, um auf die ganze Sache zu kommen, was ist eigentlich in Butscha passiert? Ja? Da sagt man ja immer, man sollte nicht immer das glauben, was im Fernsehen ist oder was da berichtet wird, sondern idealerweise immer fort hin und schaut sich das vor Ort an. Mhm. Und der It's Always Easy Gregor Gysi von der Partei Die Linke in Deutschland. Ist er noch dabei? Ich weiß nicht, ob es die Partei noch gibt. Ich glaube, dass es eh nicht mehr gibt. Ich glaube, die hat sich ja aufgelöst und ist jetzt zum Bündnis Sarah Wagenknecht, genau. Wagenknecht waren. Ja. Und der hat sich aber auf jeden Fall in eine Sendung von Spiegel TV reingesetzt und hat da diskutiert und hat sich ein bisschen unbeliebt gemacht, dadurch, dass er das in Frage gestellt hat, dass wir wissen, was da passiert ist. Mhm. Gell? Mhm. Interessant. Seid ihr schon bereit? Ich mein, it's always easy. Muss man jetzt auch sagen, es kann auch sein, dass der Gysi da auch gelogen hat, gell? Aber da mal eine andere Sichtweise zu sehen, ist schon mal interessant. Man könnte ja dann sagen, wenn man das gehört hat, das ist einfach ein dummer Mensch. Deswegen finde ich es so gut, dass du gesagt hast, die Dummen. Ja. Weil so wie er es interpretiert, ist es einfach auf eine naive Art und Weise gesagt so, ich weiß nicht, ob wir wissen, was da passiert ist. Ja gut, schauen wir rein, jetzt bin ich gespannt. So, Moment, ich muss jetzt einige Sachen ausschalten. Einmal im Chat, bis gleich. Bis gleich, ist schön. Und klein. Also ich meine, ich verweise nochmal darauf, Sie waren in Butscha und Irpin. Ja, in Butscha dort haben Sie. Da gab es einen Widerspruch, will ich Ihnen nur erklären. Dann erklären Sie uns den mal kurz und knapp. Ich war in Butscha und, dann reden wir und da wurde gesagt, es ist völlig unverständlich, dass die Russen nur die Zivilbevölkerung getötet hat, denn die Ukrainer waren ja freiwillig abgezogen. Sie hatten Butscha aufgegeben und die Russen kamen rein und haben dann die 300 ermordet. Aber das leuchtete mir ein. Dann haben sie uns einen Panzerfriedhof gezeigt. Dann habe ich sie gefragt, na, aber wenn sie schon zurückgezogen waren, wieso sind dann so viele russische Panzer zerstört? Also dort. Und daraufhin wurde mir erklärt, was mich und auch Professor Trabert umgehauen hat. Dann haben sie gesagt, na ja, bevor die Russen kamen, kamen die Truppen von General, der inzwischen tot ist. Prigozhin. Und da haben die Russen den Ukrainern gesagt, dass der kommt. Daraufhin haben sie den Prigozhin bekämpft, dabei die Panzer zerstört. Dann sind sie abgezogen und dann sind die Russen gekommen. Da habe ich nichts mehr verstanden, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, Herr Reuter versteht auch nichts mehr. Schauen Sie sich den Friedhof an und lassen Sie sich erklären, welche Panzer das sind. Das sind Prigozhin-Panzer, haben Sie mir erklärt. Und der Tipp sei von den Russen gekommen. Ich habe gar nichts mehr verstanden zu trabern und habe gesagt, jetzt muss ich mich hier dolus eventualis und äußern. Ändert das irgendwas an der Realität der Reuter und die Zivilisten? Das stimmt. Dann habe ich Sie gefragt, wie aber viele warum von erzählen Prigozhin? Sie dann die Geschichte? Ja, nur damit ich verstehe. Weil ich Sie gefragt habe, wie Prigozhin schon umgebracht hat. Und haben gesagt, das wissen Sie nicht. Also Sie können nicht unterscheiden, wie viel von der einen Armee oder der anderen, jetzt, wobei die eine Armee genauso Herr unter Verantwortung der Putin steht. Okay.
Dann habe ich es aber, dann habe ich es so verstanden, auch Gregor Gysi war es nichts. Also er ist hingefahren und er hat nachgefragt und hat dann komische Antworten gekriegt. Gut. Naja, was mir bei diesem, also was mir einfach ein bisschen aufgefallen ist oder was mir halt einfach hängen geblieben ist, die Geschichte, die er sich eben nicht, hat er sich vor Ort erklären lassen, ja, und die weist darauf hin, dass es anscheinend die Russen gibt und es gibt die Prigozhin-Armee, ja, und das ist anscheinend der Unterschied. Und jetzt, wo man halt weiß, dass der Herr Prigozhin und seine Armee quasi mehr oder weniger Geschichte sind. Der Rest von Söldnern. Genau. Ja, übrigens. Frage ich mich, ob man dann sagen kann, dass das die Russen waren. Ja. Und ich glaube eben auch nicht, dass das so einfach ist, einzugrenzen. Mhm. Mhm. Weil wie wir vom Jugoslawienkrieg wissen, hat es da jemanden gegeben, der quasi der Chef war. Und es hat aber auch Menschen gegeben, die da kommandiert haben. Und da haben sie Unterscheidungen gemacht. Mhm. Mhm. Slobodan Milosevic war zwar der Staatschef oder zumindest dieser Führer dieser Geschichte, aber da, die anderen sind genauso hingehalten worden. Mhm. Ja, wenn du das weißt, weiß ich nicht, gell? Aber ich wollte nämlich auch fragen, wie lange gibt es denn den Spruch schon, im Krieg stirbt die Wahrheit als Erster? Ja, das ist ja der Punkt. Ja. Deswegen ist es halt heute vielleicht eine etwas schwierigere Sendung, weil davon auszugehen, wir wissen alle, was da passiert ist und deswegen müssen wir diese Haltung haben und deswegen müssen wir dieses Land verteidigen und deswegen brauchen wir jetzt auch sehr viel Waffen, weil das ist nämlich auch in beiden Gesprächen ganz wichtig gewesen. Wir brauchen jetzt sehr viel Waffen. Wir ist gut, ja? Genau. Nächste Frage, wer ist wir? Ja. Aber diese Grundhaltung von, wir sind eh alle d'accord, oder? Ja, ja. Das ist nämlich der Teil, der mich zu dem bringt, was du sagst. Ich weiß nicht, ob wir alle dieselbe Wahrheit im Schädel haben. Naja, was heißt Wahrheit? Weißt, ich will weder Recht haben, noch ich muss unbedingt die Wahrheit wissen, gell? Weil ich davon ausgehe, dass man das sowieso keiner erzählen will. Ja? Nur, ich verstehe, dass dieser Mensch dort sitzt mit seiner Flagge und das hat er Zeit. Ja? Ich glaube, das ist auch sein Job, dass der das macht. Habe ich auch nichts dagegen, der soll seinen Job machen. Gell? Die Sache ist nur, was für eine Rolle spielt da der ORF? Ja? Und wieso nimmt er seine Rolle nicht wahr als journalistisches Format, um nachzufragen? Weißt? Weil, dass der ORF da die Wahrheit rauskriegt, ist doch relativ schwierig, ja? Vor allem in diesem Gespräch. Aber er könnte wenigstens, so wie wir, sich da jetzt hinsetzen und sagen, naja, ich weiß nicht, da war Gregor Gysi, der sagt, das ist wohl verwirrend, ja? Da ist eben irgendwelche Söldner gegangen, können Sie uns das bitte ein bisschen näher erklären? Und dann kann man immer sich so noch seine Meinung bilden und dann sich dann selber ausdenken, wo man angeklagt wird oder nicht. Ja? Das ist das, was mich stört. Wer bin ich, dass ich sage, dieser Mensch zählt uns da am Blödsinn? Ja? Oh, weil ich kann sagen, als österreichischer Bürger, der OBS-Gebühren zahlt, bitte ORF, bitte liebe Zeit im Bild, macht euren Job, ja? Sonst langt mal mir das anzuschauen, wenn sie einfach Kriegsparteien eingeladen werden und dann gesagt wird, nö, wir wissen eh alle, was passiert ist. Nein, wir wissen es eben nicht. Ja, deswegen gibt es ja sowas wie Journalisten, die halt das auch sie anschauen sollten, nachfragen sollten, auch wenn das Nachfragen nicht so einen schlanken Fuß macht, finde ich. Da kann man ruhig einmal, wenn man den Menschen schon mal da hat, kann man auch mal was sagen, kann man mal was fragen. Man kann ihn konfrontieren mit gewissen Sachen, ja, natürlich. Wie gesagt, so wie du gesagt hast, man kann ihn mal fragen, warum haben sie die Flagge der EU auf der Schulter aufgeknallt, während sie in einem Nachrichtenformat sind, wo es davor über die Berichterstattung in der Ukraine gegangen ist. Das kann man alles fragen. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe nicht viele Vertreter der russischen Seite in den Nachrichten gesehen. Über die wird immer nur geredet. Mhm. Und da umso spannender, wenn man jetzt schon mal wen da hat, zu sagen, jetzt hört's her mal. Nein, natürlich wird der jetzt nur für seine Seite sprechen. Der ist ja nicht nur Ukrainer, sondern der ist ja auch in der Regierung. Weißt? Mhm. Und somit auch Politiker. Von daher. Mhm. Aber trotzdem, frag einmal. Das hast du jetzt nicht vorbereitet, gell? Aber wir haben ja gerade von Söldner gesprochen haben. Aber er sagt ja im Interview, die Ukraine braucht jetzt so 500.000 Soldaten.
Ja? Weil der ja manche Soldaten auch Fronturlaub machen sollten und so bla bla bla. Gell? Genau. Kannst du dich noch erinnern, ganz am Anfang von dem Konflikt oder von dem Krieg, wo so viele Söldner waren auf der ukrainischen Seite? Das Azov-Bataillon. Schön, dass du das weißt, hätte ich gar nicht gewusst. Aber hört man da noch was? Ist da noch was? Also, was ist mit den Söldnern dort? Ist das ein Söldnerkrieg oder ist das, wer kämpft denn dort gerade? Das ist was das? Das hätte ich nämlich auch gern gefragt, naja, das sind wenn halt ich Journalist wäre. Ich habe mir die ganze ZIP angeschaut und die haben sich halt wirklich darauf konzentriert, dass sie halt irgendwelche Gefechte und zerstörten Häuser abfilmen und Menschen fragen, die das halt überlebt haben, aber trotzdem mit dem allem nicht zufrieden sind, was ja auch, wie gesagt, ich will mir nicht vorstellen, wie scheiße das gerade ist in der Ukraine. Keine also Frage. Das stelle ich mal nicht in Frage und mache mir überhaupt nicht drüber lustig oder so. Die Sache ist nur, wie viel Informationsgehalt ist in einem zerstörten Haus im Vergleich zu Berichterstattung, was passiert da gerade, wer kämpft da gerade, weißt? Mir ist es nicht wirklich so vorgekommen, als wäre da nicht viel Information dabei, außer vergesst es nicht, dass wir auf der Seite der Ukraine stellen müssen und Geld und Waffen darunter schicken und das ist auch okay. Ja, und das ärgert mich ein bisschen. Ja, und das wird halt der Grund sein, wieso das so uns in den Nachrichten gezeigt wird wahrscheinlich, oder? Und warum da auch nicht kritisch nachgefragt wird, oder? Oder hat der ORF Angst, eben wie du sagst, dass man als dumm dargestellt wird oder als rechts dargestellt wird? Ja. Ich meine, es ist sowieso auch interessant, wenn man pro-russisch ist, sage ich mal, dass man dann rechts dargestellt wird, weißt? Obwohl die Russen früher Kommunisten waren und die Kommunisten ja jetzt da... Die Kommunisten haben früher gegen die Nazis übrigens gekämpft. Das ist mir bewusst. Ich sag's nur. Das ist mir bewusst. Eben, deswegen ist das alles so interessant, wenn man sagt, ja, der eine ist links, der eine ist rechts. Und wenn man so eine Frage stellt, ist man dann links oder rechts, ja. Aber auf jeden Fall ist man scheinbar dumm, wenn man Fragen stellt. Weil Fragen darf man keine stellen, vor allem nicht, wenn man Journalist ist. Gell? Dann nochmal ein Danke an den ORF für eure Arbeit, wenn man das so nennen kann. Na, ich muss sagen, das, was mich halt einfach grundsätzlich ein bisschen nervt, ja. Und weißt was, machen wir das einfach jetzt, wünschen wir uns bitte einfach erstmal alles Gute, ja. Weil okay. diese Lehren aus dieser Sendung, die wären mir jetzt gerade eingefallen. Ja. Also wir machen das jedes Mal spontan. Wurscht. Thomas? Ja, alles Gute. Alles Gute. Gell? Sollte jetzt dann gleich kommen. Gleich kommt's. Ja, schau. Traum. Weil die große Frage ist, was haben wir aus dieser Sendung gelernt? Ja? Und ich habe heute aus dieser Sendung gelernt, dass es schwierig ist, für jemanden, der Journalismus macht, auch mal Fragen zu stellen, wo man vielleicht komisch dasteht. Wie gesagt, die aufgenähte EU-Flagge kann man jetzt als so eine Art von Fantum quasi sehen. So auf die Art, so ich finde die EU so cool, ich nehme das auf und gehe deswegen dann auch in die landesweit ausgestrahlte Sendung, während die aber Politiker und ein Amt quasi in der Ukraine habe. Kann man jetzt sagen, ich finde einfach die EU so wahnsinnig cool und deswegen mache ich das. Kann man aber einfach nur hinterfragen, ohne bösen Hintergedanken. Naja, der hat ja einen Platz gehabt auch, gell? Ich meine, der hat immer sein Militärgewand an, ja? Und da ist links so ein Klettverschluss und rechts. Und dann hast du gedacht, weißt, da ist ein Platz frei, was tue ich da drauf? Da könnte ich so eine Fahne aufhören. Das könnte man natürlich jetzt einfach gesagt haben. Das wäre auch eine Antwort gewesen. Wahrscheinlich nicht ganz glaubwürdig, aber wäre eine Antwort gewesen. Was mein Problem dabei ist, es gibt auch Menschen da draußen, die sagen, warum machen die Jungs von Nullpunkt so eine russlandfreundliche Sendung? War das russlandfreundlich? Das ist die große Frage. Und ich sage, ich glaube nicht, dass wir eine russlandfreundliche Sendung machen. Es war ORF-kritisch von meiner Seite her. Erstens das. Und zweitens stellen wir hier Fragen, die Marie-Claire Zimmermann in der ZIP 2 nicht gestellt hat. Ja? Und wenn jemand jetzt zum Beispiel gerade im Wahlkampf, ja, sagt, wir müssen jetzt aufpassen, wer an die Macht kommt, weil sonst wird das so wie in China oder so wie in Russland oder so wie in, ich weiß, Nordkorea, wo man nicht seine Meinung öffentlich kundtun kann.
weil man sonst abgestraft wird. Dann will ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, wie frei wir in Österreich sind, wenn es wichtig ist, dass wir zum Beispiel gewisse Sachen in einer Konversation vorausschicken, wie zum Beispiel, Russland hat die Ukraine angegriffen, das sage ich jetzt, wenn ich es nicht sage, dafür zu gescholten zu werden, naja, dass ich russlandfreundlich bin. Ja, ja, ich weiß. Und das erinnert... Wieso haben Sie sich nicht öffentlich distanziert? Und weißt, an was mich das erinnert? An was denn? Wenn man nämlich in China behauptet, dass Taiwan ein eigenes Land ist, dann hat man genau die gleichen Probleme, wie wenn man behauptet, dass in der Ukraine zwar verschiedene, also dass da quasi es zwei Kriegsparteien gibt. Ja. Und das weiß ich eben nicht, ob wir wieder vor etwas warnen, was schon längst da ist. Oder schon immer da war. Ist halt so die Sache, weil auch in Russland wirst du gestraft, wenn du den Krieg kritisierst. Ja. Ja, wirst auch gestraft. Genau. Und ich frage mich, ob das nicht alles, ob uns nicht alle verarschen. Alle, die Eliten, alle verarschen uns. Weißt? Und jetzt Achtung, Verschwörungstheorie. Weißt? Was wäre, wenn der Biden und die Waffenuschi in Putin anrufen und sagen, hey, weißt was? Willst du nicht ein bisschen Krieg führen? Weißt? Da können wir ordentlich Kohle verdienen, weißt? Wir können den Leuten Angst machen. Wir können die Rüstung ordentlich wieder auffahren, was? Das ist für unsere Wirtschaft, was? Wir brauchen eine neue Energiepolitik, keine Ahnung, pipapo, was? Könnte sein. Das ist eine Verschwörungstheorie. Natürlich ist es eine Verschwörungstheorie, was? Das würde dann bedeuten, dass das alles nur Schauspiel ist. Und dass die Nachrichten was, ja nur... Was ist, wenn es so wäre, was? Ich weiß es nicht. Und natürlich kann man jetzt herkommen und sagen, der Dom von Ursprung, der spinnt, ja, der ist dumm. Ja, hoffentlich ist das nicht wahr. Nee. Weißt? Aber so wie du sagst, Kritik an dem herrschenden System wird in keinem Land gern gesehen. Ja? Ob das bei uns so ist, ob das dort so ist, ja, ob das... Das ist das Traurige. Das ist ja das Schöne, weißt? Das ist ja quasi der gemeinsame Nenner von allen Ländern, dass die herrschende Klasse oder die herrschenden Menschen zu kritisieren, macht in keinem Land Spaß. Bei dem einen mehr kann Spaß und bei dem anderen halt nur viel mehr kann Spaß. Die Frage ist, wer ist herrschend, was? Das ist nie, wahrscheinlich, gell? Nie der kleine Mann mit wenig Kohlen. Nee. Ja? Nein. Es ist an die Menschen mit Macht und Geld. Ja. Und wehe, du kritisierst die Menschen mit Macht und Geld, was? Die haben Mittel, um dich mundtot zu machen. Ja, das ist noch einmal so. Ich würde jetzt überhaupt nichts mehr da großartig erwähnen, obwohl ich mir einiges im Schädel habe. Aber es ist so wahrscheinlich. Waren das jetzt schon deine Schlussworte oder kommen die noch? Waren es? Mir ist vorher eingefallen, beim Alles Gute Österreich habe ich ja immer Schlussworte. Ja. Ja, und habe gedacht, nein, ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Deswegen haben wir über die Waffenuschi geredet. Aber wären meine Schlussworte waren? Ja, allein schon deswegen am ORF, ja, dass ich mich da nicht informiert fühlt. Da vergessen in News auf euer Thomas irgendwas hat gesagt, weil du gesagt hast, was haben wir heute gelernt? Und er hat geschrieben, ja, ich habe heute nichts gelernt. Ja? Das ist ja die Frage, ja gut, wo man sich immer irgendeine Information rauszieht. Ja, Information war jetzt eben keine drin. Weil was war im Butcher? Man weiß es nicht. Ja? Der ORF fragt nicht einmal nach und Gregor Gysi sagt, er war dort und sagt, er hat da mehrere Antworten gekriegt, er weiß es auch nicht. Ja? Und da kommt jetzt aber keiner von den Journalisten her und sagt, ja, das ist schon so, ich habe geforscht, ich habe mit mehreren Seiten geredet, so könnte es gewesen sein, schauen wir uns das an, nein, passiert nicht. Also kann man da auch nichts draus lernen. Ja? Man kann tatsächlich sagen, wir haben weder im ORF noch bei uns wirklich was gelernt. Der Unterschied ist, der ORF will dafür sehr viel Geld, dass man da nichts lernt. Gell? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr euch informiert fühlt oder ob ihr euch nur negativ unterhalten fühlt oder. Negativ unterhalten? Das ist meine aktuelle Auffassung der Nachrichten. Ich fühle mich negativ unterhalten. Das finde ich interessant. Ich schalte ein und ich denke mir nur so, es dauert Sekunden, bis ich wieder abschalte und dann komme ich drauf, fuck, ich mache das beruflich. Schickt das jemandem weiter, der auch nicht weiß, was er weiß, und je weniger er weiß, desto glücklicher. Oder abonniert es einfach, dass ihr die nächste Sendung auch nicht verpasst. Wäre auf jeden Fall super spitze.
wenn wir diese wunderbare, nicht wissende Familie erweitern können. Nicht wahr? Nicht wissende Familie. Ja, ich weiß. Ich hab immer diesen 1984, wie heißt der Film? 82, 84? 84. Ja, ich bin 82 geboren, deswegen. Ja. Ja. Aber ja, Krieg ist Frieden und Wahrheit ist Lüge, ist Wahrheitsministerium. Das ist so traurig, dass diese Sachen irgendwie, wenn man das Gefühl hat, ja, diese Utopien werden wahr. Gell? Aber ja, danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei wart. War ein bisschen ernster, gell? Weil es ja um Krieg und Frieden geht. Da will ich aber euch erinnern, morgen um 12 sind wir wieder live. Ah ja, stimmt, morgen ist Donnerstag. In der Mittagspause, da werden wir ein bisschen mehr Spaß machen wieder. Yes. Wie heute, obwohl mir gefallen solche Sendungen auch, muss ich sagen, ein bisschen diskutieren, gell? Ein bisschen nachdenken, vielleicht ist hier ein bisschen Bewusstsein auch, dass man eben nichts weiß oder dass uns nicht alles erzählt wird. Ja. Muss das nicht alles immer so ernst sehen, gell? Bitte noch haut auf den Like-Button, das unterstützt uns sehr. Auch den Abo-Button nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen zum Mittag, wer Zeit hat, zur großen Pause. So ist es. Bitte den Chat entfernen. Wiederschauen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freunde für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Waffen